Wenn du neu bist im Game, gibt es so vieles, was Fragen aufwirft, so vieles zu entdecken und Wichtiges. Zum Beispiel, wo geht man überhaupt hin, um was zu fangen? Und hier am Moskitosee gibt es zum Beispiel eine Stelle, die immer wieder gut funktioniert. So, und jetzt zuppelt es auch schon. Ich bin gerade hinmarschiert hier an diese Stelle und habe einfach mal 3 verschiedene Köder ausgeworfen. 3 Köder, die man anfangs auch schon hat. 3 Köder, die nicht besonders teuer sind. Und diese Köder, ja, die stellt man automatisch anfangs ja schon her im Tutorial. Oder man kann sie sich relativ günstig, wie gesagt, selber herstellen oder dann auch kaufen im Shop. Die Stelle hier lohnt sich immer wieder für die verschiedensten Fischarten. Und was halt wichtig ist, an diesen Stellen, auch diese ganzen Stellen, die ich hier in dieser ganzen Serie zeige, diese Stellen variieren immer auch mit den Fischen. Das heißt nicht, dass man jetzt hier hingeht und ihr fangt exakt die gleichen Fische, die ich jetzt hier fange, denn die Stellen haben einen gewissen Fischpool und diese Stellen liefern aus diesem Pool je nach Köder, je nach Lust und Laune, vielleicht Saison sozusagen, je nach Wetter und Temperatur. Heißt also für euch, ihr könnt diese Stellen immer wieder gerne testen, aber mit eurem eigenen Setup natürlich, je nachdem wie gut euer Setup gerade ist. Und ganz wichtig, mit verschiedensten Ködern. Ihr müsst selbst die Köder testen. Einfach hingehen und sagen, ja, da wurde in dem Video gesagt, der und der Köder, ja, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren, denn das variiert halt immer wieder. Was ich jetzt zuletzt und in den letzten Tagen immer mal wieder auch festgestellt habe, ich war jetzt ein paar Mal jetzt hier am Moskitosee und ich sag mal, was relativ safe halt funktioniert, sind diese 3 Köder. Und wie gesagt, das sind halt eben auch diese Startköder und die zeige ich jetzt mal eben. Ich habe hier einmal Weißbrot drauf als Köder, dann haben wir hier auf der zweiten Route die Made standardmäßig drauf und natürlich darf nicht fehlen der Regenwurm. Was ich jetzt auf allen 3 Routen zusammen, was ich da gleich habe, ist die Hakengröße. Ich habe einen 6er Haken verwendet. Das ist, ich sag mal, so eine mittlere Größe. Das reicht in der Regel ganz gut aus, um hier am Moskito zum einen eine gewisse Frequenz zu haben. Wir wollen viele unterschiedliche Fische fangen, damit wir hier am Moskito auch möglichst viele Fische im Kescher haben, um dann die Kaffeeaufträge auch absolvieren zu können, denn die bringen wahnsinnig gut Silber und dazu kommt, wir fangen viele unterschiedliche Fische und kriegen dadurch zusätzlich auch noch mehr Skillpunkte. Vom Setup her, ich bin jetzt hier natürlich mit meinen Endgame sozusagen, Kleinfischrouten unterwegs, extra Routen, die speziell feine Spitzen haben, diese Winkelpickerrouten, das braucht man natürlich absolut nicht. Wichtig allerdings, wenn man sich das jetzt hier anschaut, gucken wir mal eben bei dem Setup hier, ich bin jetzt hier mit relativ feinem Setup auch noch unterwegs. Schöne Karausche, sehr gut. Und zwar mit 4,4 Kilo Vorfachstärke. Wenn man hier mit einem kleinen Setup unterwegs ist oder vielleicht mit dem Feeder-Set Start ist man hier vielleicht unterwegs, dann hat man noch, glaube ich, auch ungefähr so 3-4 Kilo an Tragfähigkeit. Das reicht auch in der Regel gänzlich aus für die meisten Fische hier. Ich muss mal gucken, dass ich meine Bremse so ein bisschen runter korrigiere. So, damit wir hier jetzt nicht zufällig noch was ganz Großes dran haben, was einen Abriss dann erzeugt. Zack, und da geht es schon wieder los hier. Ja, hier können dann natürlich auch schön, also gerade auf den 6er Haken und Made größere Schleien drauf reingehen. Was haben wir hier? Schöne Rotaugen, sehr gut, auch das ist wichtig. In der ganzen Serie hier geht es jetzt darum, dass wir ja einfach nur funktionierende Spots haben. Und wie gesagt, hier an dieser Stelle oben ist das hier
in diesem Bereich ist einfach eine Stelle, die immer wieder gut funktioniert. Man kann auch ein bisschen weiter rauswerfen. Ich werfe jetzt hier gerade ungefähr 10 Meter nur weit raus, gar nicht so weit, damit ich auch nicht so lange wieder einkurbeln kann. Und ich zeige natürlich auch noch weitere Spots, die hier am Mosquito funktionieren, die man sich sowohl tagsüber als auch nachts immer mal wieder zu Gemüte führen kann. Und ja, und natürlich auch Spots, die man einfach mit der Stippe beangeln kann. Was natürlich wichtig ist und für alle Spots wichtig ist, testet verschiedene Köder, wie gerade schon gesagt. Testet auch nicht nur jetzt diese drei Köder und fangt an mit dem ersten Silber, was ihr so verdient, auch schon die Köderherstellung, die Köderbeschaffung langsam zu skillen, damit ihr auch noch andere Teigköder herstellen könnt. Auch das ist absolut wichtig. Man braucht im Laufe der Zeit immer wieder diese Teigköder und spätestens, wenn man so im Level 12 Bereich ist, sollte man auch schon ein bisschen was geschafft haben. Das bedeutet also in der Köderbeschaffung, dass man hier bis zur Perlengraupe auf jeden Fall schon mal gekommen ist und anschließend dann auch noch bis zum Knoblauchteich geskillt hat. Das ist halt wichtig. Auch das hatte ich schon in einem der Tutorials gesagt. Ich verlinke das auch nochmal. Gerade wenn ihr als Anfänger unterwegs seid, gerne die gesamte Tutorial-Serie nochmal durchschauen. Die Tutorials gehen halt Schritt für Schritt durch die Gewässer und zeigen euch eigentlich einen sehr guten und leichten Weg, wie man hier gut vorwärts kommt im Game. Und ja, zusätzlich natürlich noch viele weitere Informationen, auf was man achten sollte, damit einem nicht das Setup zum Beispiel kaputt geht und ähnliches. Ja, wie gesagt, an der Stelle hier lübt es zurzeit ganz gut. Tagsüber kann man das testen, nachts kann man das testen. Nachts würde ich sagen, vielleicht eher hier an der Stelle nochmal eher mit Würmern versuchen, damit man dann eine Chance hat auf Kaulbarsche. Und dazu dann nicht nur die Würmer nehmen, sondern auch deutlich kleinere Haken. So 12er, ja ich sag mal maximal 12er Haken, vielleicht eher sogar noch kleiner in Richtung 18er Haken, so ganz kleiner Winzlingshaken dann mit Regenwurm oder mit Mistwurm. Auch da kann ich nochmal ein Video zu verlinken, was ich jetzt zuletzt noch gemacht habe. Das ist dann nochmal ein anderer Spot, der auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, diese Kombination von Haken und von Ködern funktioniert dann eben auch hier super fürs Kaulbarschangeln. Ja, das ist hier eine der wichtigsten Stellen am Mosquito. Es folgen natürlich noch weitere Stellen hier für den Mosquito. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen. Fürs Video Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.